Willkommen auf dem YouTube-Kanal vom Biohof Sutter. Wir haben Anfang Juni. Ich bin hier wieder im Haberdinkel. Da unten ist Haber, Spiesshaber. Und da oben ist Dinkel mit Hasengasse. Es sieht sehr gut aus. Wir haben ja recht nass. Es hat im Mai recht Niederschlag gehabt, die letzten Wochen. Fast jeden Tag 20 bis 40 mm. Wir haben jetzt im Monat Mai 180 mm gehabt, von dem her mehr als genug Wasser. Der Haber sieht sehr schön aus. Ich mache dann noch ein zweites Video von hinten, weil hinten sieht es schlechter aus. Jetzt sind immer die Stellen, wo, wenn es so nass ist im Frühling oder der Winter ist schon nass gewesen, schlecht. Die sind einfach schlecht, du kannst nichts machen, das ist einfach vom Boden her so. Es ist aber nicht mehr so schlimm wie früher, also wenn man jetzt dieses Jahr gepflügt hätte, wäre es viel schlimmer. Also die Stellen sind nicht mehr so gross, also wenn es früher irgendwie 10 auf 10 Meter gewesen sind, sind es vielleicht noch 5 auf 5 oder so, oder 3 auf 3. Die Flecken sind kleiner geworden. Ja, was habe ich da gemacht? Ende September habe ich am gleichen Tag beides gesät. Dinkel wie der Haber. Mit Untersaat, Carbon Fix, wie immer. Mit Untersaat sieht man, wenn man sieht, der Lindotter hat auch ein bisschen geblüht, aber zur Zeit sieht man eigentlich gar nichts mehr. Also auch die, die nichts an Bedenken haben, ist das ein Lindotter. Ich glaube einer da. Also der ist, stört auch nicht. Der Haber ist recht hoch. Im Vergleich mit dem Dinkel fast. Ja, nicht gerade gleich, aber. Ja, gesagt. Nachher habe ich nichts mehr gemacht bis im Anfang April, wo es ein bisschen trock war, habe ich noch Kieserit gestreut im Düngerstreuer. Das erste Mal. Mal ein Versuch. Wir haben ja eigentlich die letzten, ja, seit mein Vater auf Bio umgestellt hat, die letzten 30 Jahre haben wir eigentlich auf unserem Betrieb keine irgendwie mineralischen Dünger oder so ausgebracht. Nur einfach die organische. Und so wie ich mich jetzt ein bisschen die letzten anderthalb Jahre ein bisschen intensiver mit der Thematik Nährstoffgeschichte auseinandergesetzt habe, ein bisschen gelesen habe, haben wir eigentlich im Bio einen Mineralmangel und im konventionellen einen organischen Mangel und einen mineralischen Überschuss. Und das ist eigentlich der Grund. Es gibt auch Versuche aus Österreich, die sagen, dass Bio mehr Placken hat, liege daran, dass Bio weniger mineralische haben und die konventionellen mit dem höheren Mineraldüngerrate haben durch das weniger Placken. Ist vor allem im Ackerbau das Thema. Es gibt natürlich Regionen, wo auch was keine Rolle spielt, was Placken hat, wie gestört. Darum bin ich davon überzeugt, man könnte mit dem mineralischen, die auch sehr viele Placken haben, allgemein gegen eine indirekte Plackenbekämpfung machen über den mineralischen Anteil. Da habe ich ja schon mal Steinmehl, die Gülle wie gemischt, plus eben Kalk. Bin ich noch am überlegen, mache ich Kalkstreu. Jetzt eben versuche ich aus Österreich mit Kalk, wo starke Placken zurückgegangen sind. Und auch wenn wir höhere pH-Werte haben, dann haben wir davon ausgegangen, wir haben höhere pH-Werte, wir haben eigentlich keinen sauren Boden und trotzdem zeigt es, dass eben Kalk gleich nötig ist. Also dass es eine gute Sache wäre. Das Problem ist, dort noch etwas ausbringen. Es gibt Regionen, da gibt es überall so Kalkstreuer, die man mieten kann, die nicht so gross sind. Gibt es in meiner Region, ich weiß niemand, der so einen hat. Und irgendein Lohnunternehmer mit irgendeiner 40-Tonnen-Kombination kommt mir nicht auf den Boden. Darum ist echt dort, die einzige Alternative wäre Kalk, und mit dem Düngerstreuer ausbringen.
Er ist halt teurer dafür, bodenschonender, leichter zum Ausbringen mit einem kleinen Traktor, mit Düngerstreuen, nicht so Sachen. Ja, das muss man noch überlegen. Und eben Schwefel, Kieserit ist eigentlich Magnesium und Schwefel. Und wir haben allgemeinen Schwefelmangel. Ich habe immer das Gefühl, das Getreide ist halt so ein bisschen gelblich, weil es halt einen Stickstoffmangel hat. Aber es ist vermutlich eher die letzten Jahre ein Schwefelmangel gewesen oder immer noch. Jetzt sieht es ja sehr gut aus. Ich muss jetzt das mal ein paar Jahre Versuche machen. Ich habe jetzt auch gerade, jetzt habe ich es nochmal gelesen, vom Rudolf Steiner, seine Bücher, die jetzt 100-jährig sind das Jahr. Und er sagt, der wichtigste Nährstoff sei der Schwefel und nicht der Stickstoff. Wir müssen eigentlich keinen Stickstoff düngen. Und die, ja, den Ansatz finde ich eigentlich noch interessant. Vermutlich ja, hat man sich da ist man jetzt da 100 Jahre falsch gelegen oder hat eben hier schon falsch gelegen, denn heute Stickstoff ist, könnte man sicher um die Hälfte reduzieren. Ja, da haben wir eigentlich nichts gedüngt, außer eben das Kieserit. Und sieht sehr gut aus. Jetzt nehme ich noch ein bisschen Lacken raus. Und dann kann man den hier tröschen. Seht, ist er 17,5 Reihen Abstand. Ich sehe alles immer breiter, nicht 12. Das ist eine schöne Luft. Der Dinkel, der ist Hasengasse gesät. Sieht auch sehr gut aus. Vermutlich werde ich auf diesem Jahr alles Hasengasse machen. Weil ich habe das Gefühl, auf den Ertrag hat das nicht grossen Einfluss. Ich gebe 300 Franken auf die Hektare. Zahlt er gerade den Tröscher. Schenkt das Geld, muss nehmen. Und ja. Ich werde vermutlich im Herbst alles in Hasengasse machen. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ja, so viel da zum Dinkel und Haber auf der vorderen Seite. Der Boden besser ist. Ich mache dann auch das Video von der hinteren Seite, damit ihr dann noch ein bisschen schlechte Stellen seht. Aber so wie sieht es gut aus. Jetzt ja, warten wir bis zum Tröschen. Schaut, wie es dieses Jahr ist, wie das Wetter kommt. Bis zum nächsten Mal auf dem YouTube-Kanal von Biofsauter.